Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel bei LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Jude und Vilas Schatten erledigt. Und jetzt machen wir weiter. Ja, das wird nicht langweilig, ja. Wir nehmen Mila, wir nehmen Ron und wir nehmen Elise mit, weil ich brauche diesmal ein paar Heiler. So, dann muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Okay. Der obere linke war in der letzten Aufnahme auch schon zur Verfügung und der hier. Also der untere hier ist neu. Das heißt, der muss für Elise sein. Und da oben und hier ist entweder Rowan oder Mila. Und ich nehme einem, da oben ist einfach Mila, weil da oben Jude war. Und hier unten war, glaube ich, auch Muse und Gaius. Deswegen nehme ich mal da oben an, ist Mila. Deswegen gehen wir als erstes nach rechts. Zu Dingen, zu Rowan. Zwar ohne irgendwie Fackeln und all sowas einzusammeln. Außer sie sind gerade so auf dem Weg, was sie wahrscheinlich nicht sind, ne? Zum Beispiel da, die Kerze. Aber egal. So, gucken wir mal hier. Vielleicht ist ja hier Dings drin. Von Rowan. Mal gucken. Gefallene Krieger, also irgendwelche Untoten. Zombie. Viecher. Da ist eine Laterne, die nehme ich mir. Wahrscheinlich werde ich hier wieder alles schneiden, also mal gucken. Weiß nicht, wie ich das mache. Einfach so mittendrin oder einfach so. So, weiter geht's. Oh. Ich habe ungefähr 9 Minuten gebraucht, um das alles zu erledigen. Sehr toll. Und ja, wir hatten noch schön die verbundene Anzeige hier voll, aber Rowan meinte ja noch im letzten Kampf die volle Möhre zu verballern, direkt 2 Dinger hier einzusetzen. Also ja, nicht toll. Und da haben wir Nachtigall. Da sind wir ja auf Rowans Park, so wie ich es geplant habe. Sehr gut. Dann ist oben links wirklich der von Mila. Ja, ich habe mir übrigens jetzt noch, der ist doch noch 105, ne, ja. Oh. Der ist jetzt, ja. Okay, den Hammer kann ich einsetzen. Wie? Schwäche. Was schon sagen, wer ist denn deine Schwäche? Hä, warum Abwehr? Steht doch Schwäche. Glaub ich doch nicht. Ich habe übrigens das Rezept reingeballert, wo war was? Mehr Erfahrungspunkte kriegen, also 80%. Da habe ich mir schön reingepfiffen, weil hier werden wir keine Yakisoba Früchte Dinger brauchen. Okay, irgendwie lügt mich das Ding an. So, ich warte jetzt mal, bis er seine Dings einsetzt, seine Overlimit. Aber wir setzen das hier ein. Jetzt weiterhin kriegen wir ihn so kaputt, ey. So, einfach jetzt mitten in die Fresse. Bams. Die Bärtigen schlagen zurück jetzt. Meine Güte, sie hat viel ab. Jetzt noch den hier. Oh, perfekt. Die Zeit angehalten. Sehr gut machst du das. Was? Was war das denn? Lass mal aufhören damit. Das ist ziemlich nervig gerade. Oh, was? Wer hat Elise gerade getötet? Okay, wer hat Elise gerade getötet? Ist ein bisschen offensichtlich, aber trotzdem. Warum? Was? Was soll das? Weiß nicht, ob wir mal los sind in letzter Zeit. Ja, ich muss mal wieder dank dir. Ja, Höllenrüste hatte ich da. Sanctuary. Wo ist es? Wie heißt er nochmal auf Deutsch? Zufluchtsstätte, ja. Warum? Hier steht doch nichts von resistent gegen Hammer oder irgendwie so.
Also, ups, ach, warum habe ich R2 gedrückt? Keine Ahnung. Nein, du gehst nicht auf irgendjemanden los im allerletzten Moment, danke. Erfahrungspunkte-mäßig hat sich das nicht so gelohnt, finde ich jetzt. Schon wieder ein Trank des Lebens verballert für den Kampf. Using these shadows against us seems a fine tactic in principle. But I fear you've overlooked one thing. Ja. It takes a lot more than shadows to rattle a man of my age. Oho. Ja, nächste. Ei. Da ist eine Fackel. Da hinten ist irgendwo die Laterne, glaube ich. Habe ich gerade gesehen. Ja, da ist die Laterne. Ah, ignorieren wir mal erst. Hier wieder zur Spirale. Da gibt es echt keine anderen Räume mehr. Gab es nicht noch irgendeinen anderen oder habe ich mir die ganze Zeit nur eingebildet? Da ist nichts mehr, also weiter nach oben. Oh, so ein Gentleman, den hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Aber keine Lust, den kennenzulernen gerade. Nein! Aha. Geht gleich die ganze Zeit wieder flöten, wo ich hier rausgeschnitten habe. Was zum Teufel? Wie passen sich mein Level an? Kann das sein? Hier gibt's doch nicht, das ist doch nicht mehr witzig langsam. Ist schon schlimm genug, dass die Bosse hier so stark werden wie ich. Oder stärker sogar noch. Müssen doch jetzt nicht die auch noch stärker werden, ey. Ich wundere, warum ich so viele Erfahrungspunkte manchmal krieg. Alter. Sehr gut. Bams. Zack. Was? Wie noch nicht tot. Komm schon, sehr gut. Wow, er hat irgendwie mehr Erfahrungspunkte gegeben, fast als der letzte Boss. Habe ich so ein Gefühl, irgendwie ist die Anzahl jetzt schneller gestiegen. Ach. Ist auch nicht so ein Ding, was? Da ist ein Ding. Lass mich mal. Wow, hey, na? Auch hier? Bams. Immer diese Geräusch gemacht, wenn ich aufgesammelt habe, oder dann, weil ich die falsche Reihenfolge jetzt hatte. Ja, ich meine, die hatten auch dieses Geräusch mal gemacht, oder? Boah, er ist wieder abspacken. Das spackt mich voll ab. Das ist der dritte Part, den ich heute aufnehme. Das kommt mir irgendwie voll wenig vor, obwohl ich voll viel schon aufgenommen habe. Weil ich wieder so lange Parts mache und wahrscheinlich viel schneiden werde. Gleicht sich das aus, ne? Da. Trotzdem. Strange. Boah, ich dachte, da wäre eine Kerze oder irgendwie sowas. So. Da wartet unser nächster Boss hinter. Der uns wieder auf die Fresse gibt, ne? Das ist irgendwie so ein Trend in den letzten Folgen gewesen. Knappster Kampf war bis jetzt der gegen Jude. Boah, eine alte Glocke, mal zwei. So, Yakisoba, her damit. Ja. Warum habe ich wieder so wenig TP? Was ist das denn? Ich bin doch nicht so verschwenderisch, oder? Bin ich das? So, das wird gegen Roan sein. Das Gute ist, wenn wir uns mit Roan verbinden, dass wir dann vor dem richtig gut geschützt sind, vor dem Typen hier, wenn der nur Arzt einsetzt. Das ist gut, ne? Er scheint auch nicht so stark zu sein. Vor allem die Verteidigung, wenn ich mir die angucke, ne? Wieder macht so Ausweichschritte, ey. Die Ausweichschritte. Dann baller ich dich eben ab. Ich hier schon mit meiner. Ey, was? Ich hier schon mit meiner Strategie vertraut gemacht? Sehr gut.
Wie jeder macht den ganz jetzt schon. Geht halt nicht auch gegen alle. Der geht mit seinen Dingen auf andere los. Mal, ich krieg den nicht vergiftet oder irgendwie sowas. Oh nein, er setzt den jetzt ein. Ach ja, stimmt. Warum wäre ich dagegen ab? Vor allem, da müssen wir den Angriff und den seine Mystik gerade auch noch überleben, ne? Tidal Wave geht ja auch schon gegen alle. Muss schon sagen, Elise, du wirst doch wohl heilen, ne? So, zack. Und sei vergiftet. Ich mag eigentlich die Strategie, so vergiften und verbrennen. Kann ruhig mal wieder funktionieren. So, jetzt erstmal den hier. Du bist resistent gegen Wasser, ne? Habe ich mir schon gedacht. Ah. Und komm her. Zack. Zack. Ja. Oh, oh. Ha, da, da. Muss ich mal angucken, wie sich der Angriff nochmal anhört. Wie zaubern. Ich glaube, Spinne. Ja, damit kannst du schon mal schön weggehen. Mein Gott, den machen wir richtig fertig, ey. Was zum Teufel war das denn? Das wird euch zu verarschen, ey. Nein! Du Sack. Oh nein. Hilfe, Hilfe. Der war nicht gegen mich gerichtet anscheinend. Na super. Wie, hey? Was denn? Oh nein, Tidal Wave. 0-0-0-0. Zum Glück setzt er nicht direkt danach ein, ne? Kann er überhaupt auch seine Angriffe tunen? So wie wir? Nein, er heilt sich. Willst du mich auf den Arm nehmen? Gerade wo ich dachte, er wird angenehm. Wird der gegen Ende auch noch hier voll imbar. War nicht mal Ifrit kann ihn verbrennen. Was zum. Ich hab keine TP. Ah! Bah. Gibt's doch nicht. Hör auf damit. Lass dich vergiften. Also sogar das hier setzt das hier eine. Ich schon wieder kein TP. Wie geht denn das? Damit mein Rowan als Partner kann sie halt abschminken. Ja, wir bombardieren ihn ja so richtig mit Magie, ne? Man muss denn dafür so nahe gehen. Und zack. Oh, er brennt. Nee, tut er nicht. Verdammt. Warum sind meine TP schon wieder weg? Was ist denn die ganze Zeit los? Bleib mal schön stehen, danke. Nein. So, jetzt aber, komm.
Shall we play it too? Okay. Sehr gut. A trauma born from light is the four elements. Converge. Apocalyptic Forzando. So. Der hat immer noch voll viel. Aber Spinne. Komm schon. Boah, er hat voll viel abgezogen gerade. Okay, weil er vergiftet ist, nehme ich mal an, ne? Guck mal her. Vielleicht kann ich ihn auch nicht. Und. Wow, geil. Wie zaubern hier. Bams. Oh nein. Warum? Nix da. Abgelehnt. Wahrscheinlich muss ich noch töten, oder? Sehr gut. Da waren zwei Level, oder? Und ich bin jetzt nicht sicher. Aber einmal wieder Elise dabei und alles ist wieder gut. Was beweist hat schon wieder, Elise ist die Beste. Sehr gut. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viel Zeit wir jetzt schon hinter uns haben. Ich glaube, ich habe so 10 Minuten gebraucht oder 9 Minuten. Jetzt sind wir schon fertig. So, es fehlt uns eigentlich nur noch Mila komplett. Dann irgendwie auch die Person, die vor Gaius kommt, wahrscheinlich Wingull, nehme ich jetzt mal an. Und nochmal der Kampf gegen Ludgar, nehme ich an. Da müssen wir so am Ende machen, ne? Also wir kämpfen erst gegen Wingull und dann wahrscheinlich gegen Ludgar. Also wahrscheinlich beide. Nehme ich jetzt mal an. Okay, nehmen wir das. Ich dachte, der konnte ich auch mal irgendwann gebrauchen. Weiß ich nicht. Ich mal in Ruhe wieder verballern. So, haben wir das auch erledigt. Weiß noch nicht mal, müssen wir halt überhaupt alles machen? Ich nehme an, wenn wir alle Charaktere mal bekämpft haben, passiert irgendwas, ne? Hier ist, glaube ich, immer noch nichts Neues, ne? Kampf der Dunkelheit. Ne. So, den knöpfen wir uns mal irgendwann wieder vor. Mal gucken, wann wir das machen. Mal gucken, was ich das hier mache, ey. Das ist jetzt hier der dritte Part, den ich erst aufnehme und ich habe irgendwie gegen 6 Bosse gekämpft. Ist voll viel eigentlich, obwohl das voll wenig ist hier. Weil ich partsmäßig aufgenommen habe. Welches Level sind wir denn jetzt? 133. So, auf Level 140 oder so können wir ja nochmal gegen den Sidabon kämpfen. Ungefähr dieses Level war der ja, ne? Wir haben ihn ja schon beinahe einmal besiegt. So traurig. Was Neues. Wow, wir können schon ein paar geile Sachen erstellen, ne? Legendäre Faust. Zerreißfaust, gefallener Engel. Aber ein paar Sachen haben wir immer noch verdammt wenig hier. So, dann gehe ich immer noch nach Leront. Kaufe mir da die ganzen Dingens. Essbaren Sachen. Und ja, also mein typischer Standardablauf jetzt immer, bevor ich hier da reingehe. So, hier kann man die ganzen Dinger hier kaufen. Richtig schön. Kann man eigentlich noch bessere Sachen erstellen? Nee, ne? 25%, ne. Schade. Na gut. Kann man ja wieder nach Dwelling gehen. Ich speichere meinen Spielstand und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Wo wir wahrscheinlich gegen Mila kämpfen werden und Milas Weg nehmen. Ja. Gut, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.